Hallo, schön, dass Sie da sind. Nach so viel geballter Wahlinfo gibt es hier nochmal den umfassenden Blick auf das Wichtigste vom Tag aus Berlin und Brandenburg. Das Update heißt RBB 24. Und natürlich haben auch wir mit Spannung die Diskussionsrunde gerade verfolgt. Die Top-Statements, die wichtigsten Infos, die fasst uns Boris Hermel zusammen. Wenn er das alles mit heißer Nadel fertig gestrickt hat, zeigen wir es Ihnen sofort. Erstmal auf die Neuigkeiten schauen wir in Sachen Corona. Es ist eine Option, also freigestellt zur Wahl. Es ist keine feste Regel, die für alle gilt. Die Einführung von 2G in Berlin und Brandenburg kommt. Das haben die Landesregierungen ja heute beschlossen. Damit bleibt es in den Restaurants und auch den Theatern, den Sportveranstaltern freigestellt, ob sie nur geimpfte und genesene Gäste reinlassen. Und zwar deutlich mehr Gäste als bisher, ohne Maske und Abstand. Oder eben halt wie bisher, auch getestete 3G, aber dann eben mit Maske und auch mit Abstand. So, und jetzt wollen wir aber noch mal auf unsere muntere Wahldiskussion gucken. Die 6 Parteien, die im Berliner Abgeordnetenhaus und auch im Bundestag vertreten sind, waren auch mit durchaus prominenten Spitzenkräften in der Debatte. Und Boris Hermel hat das genau verfolgt und uns die wichtigsten Statements und Infos zusammengefasst. Und heute Abend diskutierten also Kandidaten aus Berlin und Brandenburg, die in den Bundestag wollen. Und in der nächsten Woche diskutieren dann die Berliner Kandidaten, die ins Abgeordnetenhaus wollen. So, es gab auch weitere Themen heute, auch im Landtag in Potsdam. Da ging es ums liebe Geld. Und damit beginnt unser erster Nachrichtenüberblick. Er ist ein international gefeierter Pianist. Er ist Berliner und er ist sehr aktiv auf Twitter. Denn dort bezieht er klar Position gegen Hass, gegen Antisemitismus. Igor Levit hat besonders in der Pandemie mit seinen Wohnzimmerkonzerten auch so viel Glück versprüht. All das zusammen, das ist ausgezeichnet und heute wurde er ausgezeichnet. Igor Levit hat den IFA-Preis für den Dialog der Kulturen bekommen. Timo Nikolas berichtet. Ja, ein besonderer Mann an einem besonderen Tag. Und zum Glück hatte er noch etwas Zeit. Mein Kollege Timo Nikolas konnte mit Igor Levit sprechen. Europäerin zu sein, das ist ein Geschenk, eine Freude. So viele interessante Kulturen, so viele leckere Küchen, faszinierende Landstriche auf so engem Fleck. Und dann doch so nah und unkompliziert zu bereisen, zu erleben. Ich liebe Europa, vermisse die Briten. Auch und besonders für Jugendliche, für junge Menschen ist Europa ein Schatz an Möglichkeiten. Und das Jugendprojekt Europa Mobil, das ist gerade in Brandenburg unterwegs, los ging's im Barnim. Ja, und von der Stiftung Genshagen ist uns Martin Kobmann zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Kobmann. Guten Abend. Wir haben gehört, Sie machen das schon eine Weile, seit 2009. Was war die Initiation, was war der Auslöser, warum machen Sie das? Was verändert in der Zeit bei den Schülerinnen und Schülern? Wie erleben Sie das oder auch die Studierenden? Wir sprechen mit den Schülerinnen und Schülern, also die Studierenden in den Schulen. Ist das immer in so einem Tagesprojekt aufgeteilt? Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das wirklich eine Frage-Antwort-Runde oder was machen die Studierenden konkret in den Schulen? Und jetzt gibt es hier nochmal Nachrichten bei uns, kurz und knackig im Überblick. Es ist ein bisschen ruhiger geworden auf dem Wasser. Der Sommer, der neigt sich ja dem Ende. Aber auch in diesen Tagen ist es einfach traumhaft schön, so wie hier auf dem Beetsee. Nicht nur Regatta-Strecke, auch Idylle kann man hier in Brandenburg an der Havel. Das wissen auch die Hausbootnutzer. Die machen überall fest, genießen die Sonne und den Abend. Und die Fischer, die haben oft Stress, weil die Freizeitkapitäne deren Arbeit behindern. So einfach. Am Fenster ging's los für City. Sogar im Rockpalast traten sie auf als erste und als einzige Ostband. 2500 Konzerte und mehr als 15 Millionen verkaufte Tonträger später sieht es so aus. City wird 50, also als Band. Und die Jungs, sie gehen noch mal auf eine letzte Rille. Die Jubiläumstour in 2022. Uli Zelle kann ein Lied davon singen. Ja, Silke schon mal dabei bei der City-Jubiläumstour im nächsten Jahr. Du auch. Ja, ne? Selbstverständlich, ja. Wir gehen zusammen. Ja. Und wenn wir schon mal dabei sind bei dieser Vorfreude, ein Jahr später geht es in Berlin noch mal richtig los mit einem super Sport-Highlight. Ja, schauen wir schon weit voraus. Also im ersten und zweiten Abzeichen gemacht, oder? Ja, lange her. Ja, bei mir auch. Lange her. Deswegen danke. Könnten wir mal wieder machen. Ja, können wir mal wieder. Ist auch schön da. BC haben wir auch absolut, gesehen. Ja. Vielen Dank, Silke. Wir schauen noch schnell aufs Wetter. In der Nacht ist es meist bewölkt und manchmal auch klar. In der Prignitz sind dann ein paar Schauer dabei. Die Tiefstwerte so 10 bis 15
16 Grad. Morgen scheint dann am Vormittag neben einzelnen Schauern doch noch zeitweise die Sonne. Nachmittags aber verdichtet sich alle Wolkerei. Dann gibt es auch mehr Schauer und Gewitter, die sogar ziemlich heftig ausfallen können. Vorher schaffen wir aber noch mal 21 bis 26 Grad. Am Donnerstag ziehen die Schauer ab. Es wird freundlicher, 20 Grad und in den Folgetagen aber immerhin mehr Wolken als Sonne und dann ein paar einzelne Schauer dabei. Von uns war es das für heute. Hier gibt es jetzt Mitternachtsspitzen extra. Das Beste über Angela Merkel. Also viel Spaß, wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.